Top-Autohändler trifft auf Top-Fußballer. Dennis Aogo von Schalke 04 möchte bei Hamid Mossadegh in Düsseldorf einen neuen Wagen bestellen. Und in Hamburg werden automobile Träume wahr. So, jetzt ist es soweit. Nein. Zum ersten Mal schaltet Benjamin Lehrmann in seinem Lambo die Gänge durch. Was ist hier passiert? Kasi sucht amerikanisches Alteisen mit 8-Zylinder-Sound. Bei der Tankanzeige hoffe ich mal, dass sie kaputt ist. Nicht, dass ich gleich noch schieben muss. Das baust du mir dann umsonst an, ne? Nagel im Kopf, oder was? Hamid Mossadegh ist neugierig, denn normalerweise verkauft er Autos aus dem High-End-Bereich. Nur ist Superluxus bei diesem Auftrag überhaupt nicht gewünscht. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Universal Pictures und wir sollen ein Auto anfertigen, was zu Fast and Furious passt. Und ja, da bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Und deswegen kann ich es kaum erwarten, dort anzukommen und mal die Ideen von den Jungs zu hören. Zum ersten Mal hat Hamid Mossadegh Kontakt mit der Filmwelt. Ein bisschen Hollywood aus Hamburg. Das wünscht sich das Team um Universal-Manager Kai Hatier, jetzt vom Luxusautohändler. Wir haben letztens zusammengesessen und möchten gerne was Besonderes zu Fast and the Furious machen. Und wir möchten gerne mit Mediamarkt große Verlosungsaktionen machen und dann einen Preis gewinnen, ja, cool, den Geld eigentlich nicht kaufen kann. Ja, und deswegen sitzen wir mit dir hier. Okay. Okay. Fast and the Furious ist das Thema. 2001 kommt der erste Teil der Kultreihe ins Kino. Die Hauptdarsteller sind Vin Diesel und fette Karren. Seit dem 1. April ist Teil 7 im Kino und wenn man ein würdiges Auto als Gewinn ausloben will, dann darf es kein Kleinwagen sein. Nur eine Frage vorab. Ja. Soll schon also Straßenzulassung haben, definitiv, und so weiter. Also jetzt, ne? Ja, also es soll möglichst kein neues Auto sein. Okay. Okay. Sollte ein US-Car sein. Verstehe. Und es sollte in die Thematik Fast and the Furious passen. Okay. Und es sollte natürlich auch, ganz ehrlich, keine 200 PS haben. Ich würde sagen, alles unter 400 PS brauchen wir gar nicht. Genau. Na? Nicht lecker. Du verstehst. Genau. Es gibt auch für den 7. Teil dann schon ein Artwork. Ja. Den haben wir hier. Ist eben die Frage, ach so, ob das nicht so was wäre, in welche Richtung das gehen kann. Also A, farbtypisch und vielleicht auch vom Auto her. Mhm. Also da, wenn ich jetzt mir die Farben anschaue, die Farbkombination anschaue, würde ich erstmal an einen Mopa denken. Das war ja damals Chrysler, Mopar, darunter zählt ja Plymouth, Barracuda, Dodge und so weiter. Die waren auch so farbenfreudig. Das sieht sehr ansprechend aus. Natürlich die Bullfänger und so weiter kriegen wir hier nicht durch den TÜV. Da müssen wir drauf achten. Wo bewegen wir uns denn? Wo darf ich mich denn preislich bewegen? Was meint ihr? Also wir haben budgettechnisch festgelegt, ohne dass wir große Ahnung haben. Aber wir haben gesagt, das müsste eigentlich machbar sein, ein Fahrzeug im Rohzustand zu finden. So im Wert von 25.000 bis 30.000 Euro. Okay. Als Rohzustand des Fahrzeugs. Mhm. Für das Auto habe ich natürlich einen Spezialisten, gerade im OS-Segment. Den werde ich jetzt beauftragen, den werde ich losschicken, dass er uns 2 bis 3 Optionen zusammenstellt. Jeder, der an Fast and Furious denkt, der den Film auch kennt, denkt sofort an Speed, schöne Felgen, unheimlich, also supercharged vorne und so weiter und so weiter. Aber das ist meistens ja hier nicht möglich, weil wir hier noch einen deutschen TÜV haben. Das Auto soll ein H-Kennzeichen haben. Das heißt, wir müssen auch zeitgemäß arbeiten. Es muss alles auch, wenn wir jetzt ein Auto kriegen von 1971 oder 70, muss das natürlich auch zeitgemäß sein. Und das wird die größte Herausforderung sein, was Sportliches hinzukriegen, aber das Auto auch weitgehend original zu halten. Und auf ihn kann sich Hamid verlassen. Carsten Peters, genannt Kasi. Ein echter Hamburger Jung mit Benzin im Blut und einem unendlichen Hang zu amerikanischen Old- und Youngtimern. Kasi weiß, wo rings um Hamburg die Perlen stehen und was das alte Eisen kosten darf. Termin beim Szenefriseur. Hallo, ach, grüße Sie. Hallo, Herr Schneider. Oh, Herr Mossadegh, hallo. Das ist doch Wahnsinn. Ja, was hast du denn damit? So. Ich habe einen Auftrag bekommen von Universal und Mediamarkt. Okay. Es geht um ein Auto für Kino, für Fast and Furious. Es soll im Oldtimer-Bereich liegen, US-Modell. Ja.
Karosserie muss passen, ja. Unterboden. Nicht, dass wir da erstmal zwei Wochen an Rost arbeiten müssen. Ja, ja, gut. Also, dass die Karosseriesubstanz gut ist. Ja. Und alles Weitere bearbeiten dann meine Jungs in der Werkstatt. So, aber, ganz geil. Aber guck, dass wir da auch ein bisschen kommerziell bleiben, dass das auch ein Auto ist, was viele ja, kennen. Ja, für einen Film und, muss eine Kultkarre sein. Also und, da es darf, und es muss auch zum Film passen. Ja, ja, das also muss schon. Komm mir bitte nicht mit einem Ford Mustang oder sowas. Na, du glaubst, du spielst im Sand, oder? Nein, das nicht, aber ich will das vorher mit dir besprechen. Was hast du da für ein Budget insgesamt? Budget 25 bis 30. Ja. Okay, Kasi, wenn was ist, kennst du? Ja, ich kann mich jetzt gerade nicht bewegen, sonst fällt mir der Kopf ab. Ja, ist kein Thema. Ich glaube, der fuchtelt da mit dem Messer rum. So. Die Auftragslage: Hamid muss nach Düsseldorf zu Schalke-Profi Dennis Aogo und hat im Anschluss eine Lamborghini-Auslieferung. Kasi sucht einen passenden Fast and the Furious Kult-Ami. Eine nicht ganz so leichte Aufgabe. Schließlich laufen in der Filmreihe nur die Topwagen der 60er und 70er. Für 30.000 nicht zu machen. Deshalb setzt Kasi auf einen bezahlbaren Außenseiter. Der Satellite passt natürlich auch komplett ins Programm. Das ist eine absolute Kultkarre. War damals sogar sehr beliebt bei Filmrennen etc., weil er eben deutlich kleiner und leichter ist als die ganzen B-Body-Kisten. Hatte aber die gleiche Motorisierung, sprich einen halben Meter weniger Auto, aber eben auch 440er Block, Hemi-Motoren, 383er Motoren, alles, was man aus dem Chrysler-Regal kennt. Und von daher ist das Auto sehr interessant, weil sie einfach schnell sind, ab Werk. Der Satellite von Plymouth ist ein Muscle-Car-Spätzünder und sollte ab 1965 König der Achtelmeile werden. Dafür wurde das Spitzenmodell der Roadrunner auf den Markt geworfen. Das Auto des Jahres 1969 in den USA. Allerdings kosten diese Modelle mittlerweile 100.000 Euro. Deutlich günstiger ist dagegen der herkömmliche Satellite. Und den hofft Kasi bei Micha Vogt in Celle zu finden. Das kann ich so weit auch mal wäre schlank. Ja. Micha, hallo. Hallo, na? Na? Ja, toll. Ja, habe ich ja schon mal hingestellt. Hier, ne? Schick. Das ist ein 1971er Satellite im Roadrunner-Look. Mit aufgesetzter Lufthutze und den typischen Rennstreifen. Der Wagen wurde in Amerika restauriert und der Achtzylinder-General überholt. Der Satellite verfügt über eine Dreigang-Automatik und hat rund 350 PS. Kosten soll der Schrecken der Viertelmeile noch 25.900 Euro. Das ist nicht so hoch, wenn der Zustand in Ordnung ist. Grün ist, glaube ich, so eine richtige Modefarbe. Ne? Ja, so 70, 71 in den Jahren hatten sie ja wirklich sehr psychedelische Farben und haben ja immer viel Wert auf Auffallen gelegt. Das ist halt der 71er Go Green, ja. Hieß es damals. Und das ist ein 71er Satellite. Ja. Bei den Autos passt die Farbe ja auch. Ne? Findet Kasi den passenden Fast and the Furious Army? Irgendwie spinnt die Tachonadel ein bisschen. Ich fahre irgendwas zwischen 50 und 80 Meilen. Aber gut, werden wir drüber reden müssen. Hamid trifft Dennis Aogo. Der Schalke-Spieler interessiert sich für eine neue Traumkarre. Und die hat Huracan-Neubesitzer Benjamin Lehrmann schon gefunden. Es gibt nicht mehr als Lambo. Es gibt nicht mehr als Lambo. Dieser Satellite soll das Fast and the Furious Auto für Universal Pictures werden. Das ist aber nicht die Original-Luftfutze da vorne. Nee, das ist eine Airgrabber Hood. Die hatte der Satellite leider nie, auch nicht optional. Die haben wir von einem Roadrunner entliehen, um ihm so ein bisschen noch aggressiveren Look zu geben. Ja, ein bisschen genauer gucken, was? Ja, machen wir. Was war hier los? Ein Schussloch, oder? Du, es ist ein Auto von 1971. Ja. Der hat natürlich ein paar Marken, aber wir reden ja auch nicht über 50. Nee, dann wäre das Gespräch auch jetzt zu Ende. Richtig. Die muss aber auch mal neu hier, ne? Ja gut, die Fensterschachtleiste ist das komplette Kit. Liegst du bei 100, ja. 120, bis es hier hast. Ja. 120 Euro, 130 Euro. Das baust du mir dann noch umsonst ein, ne? Nagel im Kopf, oder was? Genau, ich baue es dir umsonst ein. Genau. Hm? Original Radio. nicht wirklich. Nicht vorhanden, genau. Innen wie neu, ne, Micha? Ja, relativ. Aber hier ein gravierender Mangel, ne? Die Lampe, Alter, sowas, das geht gar nicht. Okay, pass auf, $7,95 bei Classic Industries lege ich mit drauf. Das kommt aus meiner Wort. Tasche. Das ist ein Wort. 7,50? $7,95, glaube ich. Nein, sehr schön.
Guck mal, das Geile ist halt an dem 71er, dass die Kurfügel vorne und hinten hier so ausgestellt sind und diesen Buckel nach außen haben. Ja. Hatte wirklich nur der 71er Satellite. Und ich meine, diese Optik. Das ist schon schick. Das hat doch kein Mensch baut sowas. Das ist super geil. Heute nicht mehr, ne? Hey. Ich entdecke auch auf Anhieb mal nicht so wirkliche Schwachstellen. So. Gut, du hast halt vier Trommelbremsen. Das könnte man natürlich noch mal umrüsten. Das muss. Wobei. Wenn man es weiß, man fährt ja auch dementsprechend. Ja, du, aber man weiß ja auch nicht, wer das Auto nachher kriegt. Ja, aber wir haben ja hier bei uns keine Serpentinenstraßen. Ja. Und eine Trommel beißt in der Stadt besser als eine Scheibe. Ja. Na? Trotzdem, der Plymouth soll der Hauptgewinn für Fans in einem Gewinnspiel werden. Also muss er sicher und nahezu rostfrei sein. Deshalb nimmt es Kasi beim Check sehr genau. Schicker Arsch auch, ne? Finde ich auch, finde ich super. Ja, also. Oh, hier natürlich gravierende Schwachstelle am Fahrzeug. Oh, ich sehe eine Preisverhandlung. Ja, genau. Übrigens, wenn man sich fragt, wo ist denn der Tankdeckel, die sind immer ganz schön versteckt hier unterm Nummernschild. Da sitzt der Tank. Tja. Nämlich ein wirklich schönes Auto. Ja, danke. Dann muss ich natürlich jetzt auch noch mal den Motor sehen. Aber gerne. Na. Ja, hast hier unten so ein bisschen versteckt den Hebel. Einmal entriegeln. Hier oben noch mal entriegeln. Mhm. Und dann hast du hier das Prachtstück. Das sieht ja ordentlich aus. So, was hast du dem da jetzt reingehäkelt? Also der hat halt den 360er drin. Ja. Mit einer anderen Nockenwelle. Hat da die Fächerkrümmer drin an der Auspuffanlage. Ist aber ein relativ zahmer Motor. Also ist ein guter Treiber. Ist, ja. Ist halt kein Rennwagen. Was hat der an Leistung? Ungefähr? Der hat so um die 350, 380 PS. Sollte reichen, ne? Ja, um im Verkehr mitzuschwimmen, reicht's auf jeden Fall. Ja. Obwohl der ausgetauschte 6 Liter V8 erst 5000 Meilen auf dem Buckel hat, lässt es Kasi nicht schleifen. Super, dann mach den doch mal an, bitte. Spring an auf dem Schlag. Wie? Ja. Wie neu? Ja. Besser als ein Golf. Ja. Schön. Dann fahre ich mal ein Stückchen. Bin ein bisschen aufgeregt, oder? Ja. So viel Leistung. Fast 45 Jahre hat das alte US-Eisen auf dem Buckel. Die verkürzte Auspuffanlage, ein Trend aus Schweden, ist allerdings ein neuer Krawallgarant. Erster Eindruck natürlich gleich. Brachialer Sound. Klingt wirklich richtig fett. 150 Kilometer nördlich versucht Hamid, etwas Zeit gut zu machen. Denn Schalke-Star Dennis Aogo möchte er ungern warten lassen. Ich bin auf dem Weg nach Düsseldorf. Dank Kasi bin ich auch relativ spät dran. Ich habe dort einen Termin mit Dennis Aogo. Und wir wollen einmal über die bestehenden Fahrzeuge sprechen und eventuell auch über neue Fahrzeuge. Im Düsseldorfer Hyatt wartet Dennis auf Hamid. Der Schalker Defensivmann und WM-Teilnehmer 2010 sucht ein Alltagsauto. Etwas Robustes mit Parksensor, der vor engen Tiefgaragen und fiesen Laternen warnt. Naja, ich habe die ersten vier Autos geschrottet. Also nicht richtig geschrottet, aber ich habe auf jeden Fall Kratzer reingefahren, indem ich irgendeine Wand mitgenommen habe oder mal rückwärts gegen eine Laterne gefahren bin. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man auch am Anfang machen muss. Glücklicherweise sind die letzten Autos alle heile geblieben. Dennis ist seit Jahren unser Kunde. Und das heißt jetzt nicht, dass er jedes Jahr ein neues Auto gekauft hat. Dennis ist eher so ein Typ, dass er sich mal ein Auto kauft, dann fährt er das Auto 2, 3 Jahre und dann kommt mal wieder ein neues Auto. Aber das heißt ja für mich nicht, dass ich dann 2 oder 3 Jahre lang mit Dennis Aogo nichts mehr zu tun haben werde. Es ist immer wichtig, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und inzwischen würde ich sagen, dass wir auch befreundet sind. Ich habe mir überlegt, dass wir mal eventuell ein SUV oder sowas durchsprechen können. Und da würde ich dir gerne mal ein paar Ideen fertig machen und dir mal per E-Mail was rüberschicken. Ich weiß ja, was du magst und was du nicht magst. Das würde ich mal alles in ein Paket packen. Ich würde diesmal gern helles Leder machen, wenn es geht Carbon. Und ja, Alcantara, das mag ich sowieso gerne. Okay. Es darf nicht zu wuchtig sein, es darf auch nicht zu lieb sein. Also bei Dennis musst du immer ein
immer einen Mittelweg finden. Und das dauert vielleicht, das braucht seine 5, 6, manchmal 10 E-Mails. Aber wenn man dann das erreicht hat, was er genau möchte und was er sich vorstellt, dann geht es auch relativ schnell. Die Auswahl, mal ein Bentley, mal ein R8, aber nie ein Fuhrpark. Eher immer wieder ein neues Spielzeug, ausgestattet nach eigenen Vorstellungen. Hast du sonst irgendwelche Vorstellungen oder ist das so wie immer? Was du eigentlich nichts Besonderes, du kennst mich. Genau. Ich glaube, du weißt, auf was ich Wert lege. Deshalb, absolut. Gebe ich das erstmal in deine Hände und ich glaube, dass da was Gutes bei rauskommt. Perfekt, vielen Dank. So ein Art Touareg-Klasse oder Range Rover Sports-Klasse, da sehe ich Dennis. Und ich weiß ja auch ganz genau, was er sich vorstellt, wie die Innenausstattung auszusehen hat, Musikanlage und so weiter und so weiter. Und das werde ich mal jetzt alles in ein Paket packen. Vielen Dank, dass du noch mal die Zeit genommen hast. Gerne. Und das noch gewartet hast. Und dann, ich schicke dir alles per E-Mail rüber. Okay. Und dann schaust du das an und dann rufst du mich an und dann bleiben wir in Kontakt. Okay, ja? Alles klar. Klasse. Perfekt. Siehst du? Mach's gut. Super, komm gut nach Hause, ne? Jo, bis später. Ciao. Nur 30 Minuten hat der Termin gedauert. Jetzt arbeitet Hamid seine Vorschläge aus. Bis zur Auslieferung wird es allerdings noch dauern. Kasi testet den Fast and the Furious Wagen ganz intensiv, weil es Spaß macht und weil der Satellite das Zeug zum Hauptpreis in einem späteren Gewinnspiel hat. Wichtig ist natürlich, dass die Lenkung nicht ausgeschlagen ist. Und die Lenkung ist richtig direkt. Also das merkt man sofort. Die hat kein Spiel. Der Wagen ist präzise und besteht sogar den Bremstest, trotz der eher antiquierten Bremsanlage. Also für vorne, hinten, Trommelbremse richtig gut. Trommel ist ja immer ein bisschen Risiko. Aber wenn eine Trommelbremse gut gemacht ist, reicht die zum Normalfahren auch. Das geht. Nur aus Sicherheitsgründen sollte man vielleicht vorne Scheiben einbauen. Der Techniktest ist damit bestanden. Jetzt nimmt sich Kasi das Innenleben des 71er Plymouth vor und endlich gibt es was zu meckern. Was ganz gut ist bei diesen Autos, da ist nicht so viel Elektrik drin. Aber das bisschen, was drin ist, sollte natürlich funktionieren. Und hier, bei der Tankanzeige hoffe ich mal, dass sie kaputt ist. Nicht, dass ich gleich noch schieben muss. Und Temperatur, Motor immer kalt. Der Spiegel ist natürlich auch schon ein bisschen blind. Und irgendwie spinnt die Tachennadel ein bisschen. Ich fahre irgendwas zwischen 50 und 80 Meilen. Aber gut, werden wir drüber reden müssen. Dazu kommt noch ein leises Surren von den Radlagern. Kein schwerwiegender Defekt, behoben werden sollte er dennoch. Michael möchte 25,9 und die will ich ihm natürlich nicht geben. Ich bin ja kein Ja-Sager. Also ein bisschen muss da noch gehen. Wenn ich bei, auf jeden Fall irgendwie unter 25 wäre schon cool. Also da kann ich auch dann wirklich sagen, das ist ein verdammt guter Kurs bei so einem Wagen. Also zurück nach Celle, auf Michas Hof. Na? Ja. Ich habe überlebt, ne? Nein, großartiges Auto. Grundsolide Basis, Bremsen für eine Trommelbremse richtig gut. Da hat man schon anderes erlebt. Zieht auch wenig irgendwie in eine Richtung oder so, also alles top. Ein paar Sachen habe ich natürlich gefunden. Einmal ist die Tankanzeige hin, dann ist es hier Temperaturanzeige, der wird gar nicht warm. Und ein Radlager hinten jammert richtig. Okay. Das sind so die Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind. Okay. Das mit dem Radlager, das wusste ich nicht. Mhm. Mache ich natürlich neu. Ich kann ja eine Tankanzeige kann ich ja reparieren. Das brauchst du eigentlich gar nicht machen. Mir wäre es eigentlich viel, viel lieber, du kommst mit dem Preis entgegen, weil der Wagen wird sowieso noch mal auseinandergerupft. Ich sag mal so 25. Ich würde am liebsten würde ich dir nur 24 geben. Jetzt kriege ich aber einen Herzinfarkt. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, 24. Ich meine, guck dir das Ding an. Innenleute war ja kaputt. Was sagtest du, die kostet 100 Euro, ne? 7,45 Dollar. Und dann ist diese olle Klappe, die geht auch nicht mehr richtig zu. Du weißt aber, wenn ich ins Internet setze, würde ich ihn wesentlich höher ansetzen. Ja, wenn du ihn aber ins Internet setzt, ne, dann kommt doch nicht so einer wie ich. Ja, das ist richtig. Pass auf, wir brauchen gar nicht lange rumhandeln, da habe ich keinen Bock drauf. Sag mir deine Schmerzgrenze. Ich sagte, meine Schmerzgrenze ist 24,8. Mehr runter und rüber kann ich nicht. Gut. Dann machen wir 24,8, aber dann machst du. Ich nehme ihn Sachen, so, wie er die dran sind, dann mache ich da nichts mehr dran. Alles klar. Gut. Wunderbar. Micha, super. Ja, gerne. 24,8 war der Endpreis und für so ein Auto
denke ich, ein richtig guter Kurs. Weil eben die Basis. Was wollte er ursprünglich haben? Ein bisschen über 25. Ja. Das ist aber gut gehandelt, ne? Ja. Wahnsinn. Du, irgendwo ist halt Grenze, ne? So, er hätte ja auch bei 30 ansetzen können. Ja. Dann hättest du mich jetzt über alles gelobt und hättest gesagt, Alter, ne? Ja. So. Also aber wenn, das wenn, war wenn, ja Quatsch. Wenn er irgendwas mit 25 haben will und du die noch 24,8, Radlager kaputt, hinten Lampe kaputt, ja. Tanknadel funktioniert nicht oder Tankanzeige funktioniert nicht und so weiter. Willst du mich jetzt veräppeln? Nein, das ist echt eine gute Leistung. Willst du mich veräppeln? Nein. Der Wagen, der ist das Geld wert. Und Micha hat extra schon einen guten Preis gemacht. Und trotzdem habe ich ihn runtergehandelt. So musst du das mal sehen. Der Plymouth Satellite von 1971 kommt in die engere Auswahl als Fast and Furious Auto für Universal. Trotzdem soll sich Kasi noch mal umschauen. Zurück in Hamburg bei Continental Cars. Von hier aus wird automobiler Luxus in die ganze Welt verkauft. Das High-End-Regal der Autoindustrie befindet sich hier. Die Kunden sind Geschäftsleute, viele Fußballprofis und natürlich auch Schauspieler. Heute ist Auslieferungstag. Dieser wilde Stier wird an seinen neuen ungeduldigen Besitzer übergeben. Wir haben im Kaufvertrag reingeschrieben, unverbindliches Liefertermin Februar. Seit 30.01. habe ich 6 Anrufe am Tag von ihm. Wo er mich jeden Tag anruft, 3-4 WhatsApp schreibt, ist mein Auto da, ist mein Auto da, hast du News und so weiter und so weiter. Jetzt ist das Auto da, der hat sich einen Tiefgaragenplatz besucht. Ich glaube, der hat alle Versicherungen, die es gibt, angefragt. Ich habe 3 verschiedene EVB-Nummern bekommen, musste ihn erstmal anrufen, welche sollen wir jetzt nehmen. Ein Lamborghini Huracan muss gut versichert sein. Der Wert der italienischen Rakete etwas über 200.000 Euro. Es ist der erste Supersportler, den sich Benjamin Lehrmann leistet. Hi Benny, grüß dich. Na? So, jetzt ist es soweit. Nein. Oh. Naja, so wie wir es bestellt haben, so wie wir es besprochen haben. Oh. Du hast jetzt die Sportlichkeit drin mit Leder, Alcantara, Yellow Stitching. Und ich glaube schon, dass er unheimlich nervös ist. Und er ist sehr fleißig. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo er sich so richtig ein Auto im Luxussegment gönnt. Nein, ich glaube nicht. Komm mal auch von vorne, dass du dir das von vorne anschaust. Psch. Also ich habe ja von vornherein gesagt, in Schwarz wirkt er ein bisschen aggressiver, ne? Das ist ja auch so. Das ist. Wie findest du deine Kennzeichen? Das ist sehr schön. Ja? Endlich mal. Weißt du, was? 1001 war nicht frei. Wir haben 3003 jetzt genommen. Hast du gut gemacht. Deswegen. Weißt du, warum? Warum? Ich fahre 35 Jahre mit Autos, weißt du? Aber immer Name von meiner großen Sohn, von meiner Tochter, von meiner Ehe, von meiner Ex-Frau. Jetzt hast du selber. Erstmal meinen Namen. Jetzt hast du selber, genau. Damit. So, jetzt machen wir natürlich. Du bist eine große, ich werde. Die Freude ist dem Gastronom und Hotelbesitzer ins Gesicht geschrieben. Darauf hat er 3 Monate gewartet. Ich arbeite schwer seit 35 Jahren. Ich habe immer Autos gekauft, um andere Leute zufrieden zu stellen. Meine Ex-Frau, meine Kinder und meine Ehe und meine da. Und erstmal ist eine für mich. Es war ja auch spontan. Es war ein Samstag oder sowas. Samstag? Ja. Oder ich glaube, das war wir sogar sind ein Sonntag. Wir sind jetzt Freitagnachmittag mit noch einem Freund. Genau. Wir haben Ferrari gekauft und wir haben zu ihm 500.000 Umsatz gemacht in einer Stunde. Nein, es war echt spontan. Ich hatte schon einen Termin da und dann kamen die beiden Herrschaften rein, Benny und sein Kumpel. Und dann hatten wir den roten Huracan noch da stehen, haben sich das Auto angeschaut. Benny hat sich reingesetzt, kam raus, wurde immer ruhiger, immer ruhiger, immer ruhiger. Und dann sagt er, ich komme nächste Woche, ich kaufe das Auto. Das war ja so. So war das. Genau. Ich glaube, es gibt nicht mehr als das. Für einen Single, das hat alles erlebt schon. War verheiratet, war mit langer Beziehung, war mit kurzer Beziehung. Und Autos gewechselt auf rechts und links. In dem Moment, dass du hast etwas erreicht, denn du hast verdient den Top von der Top. Und es gibt nicht mehr als Lambo. Es gibt nicht mehr als Lambo. Eine Auslieferung fühlt sich an wie Weihnachten. Neben der Registrierung bei Lambo bekommt Benny ein Notfallset und einen Notfallschlüssel. Dann wird es ernst. Ich hoffe, dass ich bleib glücklich, genau wie in den letzten paar Tagen. Weil alle hat zu mir gesagt, es ist genau wie Spielzeug für ein Kind. Der weint, der will,
Und zwei Monate spielt damit und hat keine Lust danach. Um die 610 PS-Rakete zu erfahren, nimmt Benny erstmal auf dem Beifahrersitz Platz. Natürlich ist er einen Huracan schon Probe gefahren, aber raus aus der Halle fährt Hamid selbst. Außerdem möchte er den Wagen auf den ersten Kilometern noch einmal erklären. Das vermeidet viele Fragen in den ersten Tagen nach der Auslieferung. Kunden, die wir jetzt haben, die schon 3, 4 Lamborghinis hatten, natürlich fahren die sofort selber, da muss ich gar nicht mehr mitfahren. Aber jetzt bei Benny, in seinem Fall, sind wir auch zusammen zur Tankstelle gefahren. Denn der Lambo ist ab Werk total leer. So, das ist hier ganz easy. Das Gute ist, du hast hier auch keinen Tankdeckel mehr. Ja. Und dann habe ich ihm natürlich auch erklärt, Wasser zu tanken hat, also super bleifrei, ist definitiv zu schwach für das Auto. Damit könnte er fahren, aber das macht man nicht. Das Auto braucht mindestens 98 Oktan. Mach keinen Kratzer. Nein. Tanken kann dauern. 80 Liter vom besten Kraftstoff passen in den Tank. Das macht rund 120 Euro pro Füllung. Ich zahle. Nein. Oh. Erste Volltank geht immer auf uns. Doch. Das gehört zum Service und spart Benny die peinliche Suche nach dem Tankdeckelverschluss beim ersten eigenen Tanken. Fahren wir mal auf die Autobahn. Dann haben wir auch die Temperatur erreicht. Und dann kann ich dir einmal diesen Rennmodus und so weiter alles genau zeigen. Es ist Hamid wichtig, dass die Auslieferung ein entspanntes Erlebnis wird. Benny soll Spaß haben und nicht mit dem LP610 alleine gelassen werden. Hörst du? Das ist einfach nur einmal von Straßenmodus auf Sport gegangen. Schon kommt er 3 Gänge runter und dann kannst du wieder Gas geben und dein Sound hört sich natürlich ganz anders an. Guck mal, jetzt schalte ich selber. Wir sind 4, 5, 6. Hörst du das? Und wenn du dann natürlich im Corsa-Modus reingehst, also im Rennmodus, dann schaltet er auch alle anderen Hilfen aus. Dann bist du nur noch du und das Auto. Ne? Da brauchst du, und der Einzige, der dir helfen kann, ist der liebe Gott. Natürlich gehört zur ersten Ausfahrt in Hamburg der Ritt durch den Elbtunnel. Dort kommt der Sound des Huracan erst richtig zur Geltung. So, das reicht jetzt. Das ist ganz normal. Du musst Vertrauen gewinnen, du musst die Maße kennenlernen, du musst deine Bremskraft kennenlernen. Du hast richtig Power hin. Power, die man bei einem Neuwagen langsam entfalten soll. Auch wenn es juckt, den Huracan in 3,2 Sekunden auf 100 und in 9,9 Sekunden auf 200 zu treten. Besser langsam rantasten. Er war total nervös, er wusste gar nicht mehr, was er machen soll. Du hast da Geschwindigkeit, du hast dann die ganzen Bedienelemente. Und jetzt ist ja bei den Huracan so, dass du alles auf dem Lenkrad hast. Das heißt, diese klassische Blinkerhebel und diese anderen Hebel, die sind alle nicht mehr vorhanden. Er muss sich zu 100% konzentrieren. Ich muss langsam gewöhnt werden. Das dauert ein bisschen. Ne? Nächste Woche, wenn du das Auto jetzt regelmäßig fährst, bist du ein Spezialist. Ist vorbei. Ja. Weil das ist ja nichts Großes. Das ist jetzt kein Boeing-Fliegen oder Airbus-Fliegen, das ist ein Autofahren. Dennoch greift Benny mit dem nötigen Respekt ins Lenkrad. Auch wenn es reizt, der Diva wenigstens etwas die Spuren zu geben. Soll ich Gas geben? Ja, mach mehr. Nee. Okay. Nee. Was ist hier passiert? Aber hast du das gemerkt? Ja, du hast geschaltet. Ja. Und dann bist du nervös geworden, bist runtergegangen. Da warst du auf einmal Gang 2. Ja. Weißt du, dann hat er gestartet. Das war zu viel Gas im falschen Gang. Kein Problem, aber allzu oft verzeiht das ein Neuwagen nicht. Rund 90 Minuten dauert die Fahrt. Gut investierte Zeit, findet Hamid. Denn nur so bleibt die Übergabe ein positives Erlebnis. Perfekt. Also, ich bin sicher, das habe ich die Beste getan in den letzten 57 Jahren. Damit gehört der Huracan jetzt offiziell Benjamin Lehrmann. Solche Glücksgefühle machen sich bei Kasi noch längst nicht breit. Er ist auf der Suche nach dem Fast and the Furious Wagen und muss von Celle nach Neumünster. 200 Kilometer für ein besonderes Auto. Ich muss mir einfach einen Challenger angucken, weil das gehört zum guten Ton.
Wenn ich mir Muscle Cars, Pony Cars mit viel Leistung, mit einem Cool-Faktor angucke, dann muss ich mir einen Challenger angucken. Es ist der Film Fluchtpunkt San Francisco, der den Dodge Challenger 1971 zum begehrten Muscle Car werden lässt. Auch ein Grund, warum die 70er RT-Modelle heute Preise von bis zu 100.000 Euro erzielen. Kasi konzentriert sich deshalb auf ein etwas späteres Modell. Ich gucke mir einen 72er Dodge Challenger an, mit einem 340er Motor. Bin natürlich sehr gespannt, weil diese Autos werden ganz schön hoch gehandelt. Zu finden gibt es den Challenger bei Martin im Käferparadies. Der hat nämlich auch Amis und einen Dodge im Bestand. Der Rest ist Verhandlungssache. Martin. Moin, Kasi. Na, als Paletti? Alles bestens, danke. Du bist auch ein Angeber, ne? Warum? Weißt du, ich sag hier, ich brauche einen Challenger. Und was machst du? Stell jetzt das gleiche ins Schaufenster. Ne? Herrlich, ne? Ja, ist ein Traum. Ja, so bringt Arbeiten Spaß, so mit so einem Ausblick. Ja. Über 188.000 Challenger werden von 1969 bis 1974 gebaut. Vor allem Viertelmeile-Schnellfahrer lieben den Dodge, denn er ist ein kleiner Dodge Charger mit gleicher Motorisierung. Klingt niedlich, ist aber für europäische Verhältnisse immer noch riesig. Dieser 72er ist grundsaniert und soll satte 32.000 Euro kosten. Wo kommt der Wagen her? Der lief hier schon lange in Deutschland. Das ist ein Kunde von mir, der hat den hier stehen lassen, dafür ein T1 mitgenommen. Das kann ich gut verstehen. Und Original 340er ist noch drin, weil steht ja drauf, ne? Ja, aber komplett überholt. Ja. Also es ist einiges dran gemacht worden. Wurde aber nachlackiert, ne? Also der wurde schon, original. Ja, der wurde schon mal lackiert, auf alle Fälle. Hier ist ein bisschen kaputt. Naja. Hier ist auch was gerissen. Hat die Dame wohl zu lange Fingernägel, oder? Wahrscheinlich ja, ne? Naja. Sie sind sich festgekrallt, weil das Ding so, so schnell ist. Hier sind ein paar kleine Risse drin. Die Dichtung ist halt nicht nagelneu, aber das ist okay. Hauptsache, es ist trocken innen, ne? Finde ich ja immer sehr schön, Autos ohne B-Säule, ne? Das ist eine schöne Linie, ne? Ja, dass das von vorn bis hinten offen ist. Das sieht immer klasse aus, finde ich. Was ist denn da? Da geht's los. Ein, zwei kleine Stellchen wirst du wohl finden, ne? Na, kannst du es schon fühlen. Schlicht schon ein bisschen Blasen hier. Hast du die Hände nicht gewaschen? Jetzt ist er ganz schmutzig, der Wagen. Ja, genau. Vinyldach ist auch neu, ne? Das ist, denke ich, schon ein paar Jahre drauf, ja, aber nicht mehr das erste. Problem ist hier ganz oft, wie bei dem hier auch, hier geht's manchmal hoch, weil sich hier Wasser sammelt. Das läuft hier rein, sammelt sich dann hier. Gerade auch, wenn die Vinyldächer haben, dann läuft es ganz gern hinten am Scheibenrahmen rein, manchmal auch vorne. Ja. Und das kann ich halt nicht sehen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man schon mal ein bisschen drückt oder so, ja, und genau, da ist es ein bisschen weich dahinter so, und fühlt sich so ein bisschen an wie ein Zwieback, ja, genau, dann kann man schon mal sagen, oh, Freundchen. Und war da viel, oder? Obacht. Ja, also ich konnte durchgreifen, konnte mein Finger innen sehen. Ehrlich? Nein. Ach so, okay. Mein Gott. Nein, das war alles so ganz gut. Da war wohl ein bisschen, aber ich habe halt mal über. Also das geht. Okay. Wenn es ein Vinyldach ist, ist es doppelt schlimm. Ich muss nämlich nicht nur hier alles anschleifen, lackieren und so weiter. Nein, ich muss erstmal das ganze Dach abreißen. Und das ist meistens ein Problem. Ein, zwei Tage Arbeit sind das wohl, ne? Ja. So, gucken wir uns mal den Arsch an, ne? Ja, schöner 72er Hintern. Ja. Übrigens ganz wichtig oder ganz einfach zu unterscheiden, 70er, 71er, durchgehende Rückleuchten, ab 72 geteilte Rückleuchten. Was natürlich eine Katastrophe ist, wenn ich das mal sagen darf, ist die lackierte Stoßstange, ne? Geschmackssache. Es ist halt kein Chrommodell mehr, ne? Das war mal ein Chrommodell. Das war mal ein Chrommodell, ja. Also schön finde ich das persönlich nicht, aber es passt zum Rest der Optik mit der Farbe, doch. Ja, aber das ist ja so, es passt zum Rest der Optik. Das wäre genauso, als hättest du eine Hackfresse und hast du noch, dazu noch eine Scheißfrisur. Dann kann man auch nicht sagen, das passt halt zum Rest der passt Optik. Zusammen. Na, das macht das Ganze nur noch schlimmer. Aber na, hast du einen Schlüssel dabei? Ja, du. Dann mach mal den Deckel auf, bitte. Der Deckel-Hack-Check verläuft erfreulich. Auch wenn Teppich und Bordwerkzeug fehlen. Es ist kein Rost zu erkennen und der Kofferraum ist gut versiegelt. Das ist ja schick, ne? Was hier passiert? Schwere Schuhe. Ja, mit dem Hammer dran, oder? Nein, das sind bestimmt die schweren Stiefel. Ja, genau. Nein, aber ansonsten hier Automatik. Muss, ne? Beim Ami? Eigentlich ja, ich sehe es auch so, aber viele fahren den auch lieber als Schalter, ne? Weil man den ein bisschen höher reißen kann und es ein bisschen sportlicher halt, ne? Aber ich finde Automatik top. Das ist schön. Dashboard, ne? Alles neu hier. Dashboard ohne Risse. Ohne Risse, genau. Mhm. Auch selten. Ja, eher selten, ja. Aber bei dem Wagen, da wurde so viel gemacht, da wurde wirklich viel Arbeit investiert, das muss man Arbeit echt sagen. Arbeit, Liebe, würde ich sagen. Arbeit, Liebe und ein bisschen Gewalt. Ein bisschen Gewalt, ja. Nein, ansonsten alles sehr schön.
gut, dann können wir doch eigentlich schon mal die Motorhaube mal aufmachen, oder? Ja. Na, endlich. Ich habe wieder ein bisschen was gemacht, ne? Ich würde sagen, komplett überholt. Ja. Hast du auch ja gesagt, dass da ja. in dem Motor alles gemacht wurde. Alles. Ist noch ein 340er Block, ja? Ist noch ein 340er Block. Bisschen Edelbrock, Ansaugspinne, ja. Vergaser neu, ja. Anbauteile neu. Lichtmaschine. Eine Lichtmaschine sieht nämlich normalerweise nach einem halben Jahr schon so aus, als hängt sie da seit 10 Jahren drin. Sogar eine funktionierende Heizung. Die Heizung funktioniert? Ja, die Heizung funktioniert. Schwede. Was natürlich auch hier nicht mehr gegeben ist, wie bei fast allen, wie du siehst. Ne? Ja, Klima. Klimaanlage ist nicht mehr. Kompressor ist raus, Gewichtsersparnis, mehr Leistung. Ne? Was hat er denn an Leistung jetzt noch? Irgendwas um die 200 PS. Um die 200. Das sind natürlich auch mal so Angaben, was hat der an Leistung? Im Prinzip ist es scheißegal, Hauptsache das Ding ist schnell. Und laut. Und laut. Es ist ein 340er Block, der ist gut gemacht. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende, dass man eben keinen hat, der sifft oder rumstottert oder so. Und ob er stottert oder nicht, sehe ich ja nachher. Na, ich mache den Deckel wieder zu. Hast du den Schlüssel? Ja. Dann fahre ich gerne mal ein bisschen, wenn ich darf. Darfst du? Würde ich dir noch ein paar Nummern anmachen? Ja, das wäre toll. Klingt gut, ist aber nur ein kleiner V8-Motor mit 200 PS. Ab 72 Bestandteil des Challenger-Programms, um die neuen Abgasnormen zu schaffen. Wer mehr wollte, musste in Sportlichkeit investieren, sonst hat man nur die Grundversion, was auch Ihnen sofort auffällt. Der nicht funktionierenden Uhr fällt mir natürlich sofort auf, was eigentlich typisch für ein Muscle-Car ist oder für ein Pony-Car mit ein bisschen Leistung. Das Ding hat kein Drehzahlmesser. Ich habe hier so schöne Rundinstrumente. Tacho, Tank, Temperatur, Lichtmaschine, aber es fehlt der Drehzahlmesser. Das kann behoben werden. Genauso wie der Motor, denn der muss für ein Fast and the Furious Auto definitiv ausgetauscht werden. Deshalb konzentriert sich Kasi auf das Handling und Fahrverhalten der 43 Jahre alten Karosse. Hängt auch schön am Gas, war richtig Spaß. Selbst auch bei etwas höheren Geschwindigkeiten, der ist echt straff, der Wagen. Da schaukelt nichts. Lenkung springt gut an. Da wurde echt viel investiert in das Auto. Was einem immer ein bisschen Angst macht in solchen Autos, wenn man da nicht gerade irgendwie einen Nachrüstsatz hat mit Scheibenbremsen, ist die Bremsanlage. Also es spielt keine Rolle, ob ich wenig bremse oder nicht. Am besten ausrollen lassen. Umsichtig und weitsichtig fahren ist das Gebot. Die Bremse funktioniert nicht tadellos. Fazit, es muss viel Arbeit und auch noch einiges an Geld in den Challenger gesteckt werden. Martin will 32.000, das ist wieder das Problem. Ich habe nur 30. Der Wagen ist das wert, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Die Autos werden wirklich hoch gehandelt. Und von daher sind irgendwas um 30.000 absolut realistisch. Und der Wagen, der ist nicht irgendwie billig zusammengehäkelt, sondern das ist echt mit Liebe gemacht hier alles. Spielt aber trotzdem keine Rolle, ich muss den Preis irgendwie drücken. Im Innenraum wird mir das, glaube ich, nicht gelingen. Und auch Motorgetriebe brauche ich nicht groß ansprechen, das ist alles wunderbar hier. Ich muss mir echt was einfallen lassen. Vielleicht hilft ein Blick unter dem Challenger, um neue Argumente für die Preisverhandlung zu finden. Denn wenn der Kurs für den Dodge fallen soll, hilft jede Kleinigkeit. Was dabei habe. Weil ich wusste, dass du eine Bühne hast. Guck mal, was ich hier als allererstes sehe. Abzüge in der B-Note. Ist selten. Aber nicht schön. Ne? Sogar schön abgeschmiert. Ne? Alles gut. Auspuffanlage auch gemacht. Hier schwitzt er ein bisschen. Ne? Hier, guck mal. Ich glaube, das gehört so. Das ist ab Werk. Ne? Ist serienmäßig, ja. Ne? Ist natürlich auch ein Fuchs. Ne? Ich kann mir die Schweller so nämlich gar nicht angucken auf deinem tollen Wagenheber hier. Das ist Absicht. Ist Absicht, ja. Da drin, da kannst du auch noch ein bisschen reinspritzen, siehst du das? Na, da geht's nämlich drin los. Aber die Schraube ist neu. Die Schraube glänzt, oder? Ja, ja. Ja, top. Ne, kannst wieder runterlassen. Ne? Ich habe genug gesehen. Ja, tolles Auto. Aber kein toller Preis. Nein? Nein. Wolltest du mehr bezahlen? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Das Auto ist ja nicht schlecht. Ich will das auch nicht madig machen. Ne? Aber ein bisschen Rost hatte er und dann die lackierten Stoßstangen. Die Maske vorne, mattschwarz mit dem Edding 600 oder weiß der Geier, wo das herkommt. Du willst 32 haben, ne? Aber die gehen auch schon los bei 16 bei Mobile, ne? Das weißt du. Gibt sicherlich auch welche für 16, aber funktionieren die auch? So. Was kostet eine Stoßstange, neu verchromt? 600. 600, sagt er mir, 600, sagt er mir. Sagen wir 800.
dann muss der haben eine neue Lampe vorne. Was kostet die? 700? Nein, sagt er. Dann der Rost. Was für ein Rost? Der Rost hinten in den Radläufen. Ich habe ein Budget von 28.000. Tja. Oh Mann! Und dann noch ein bisschen Fett in die Hohlräume. Du Fuffi? 250 wäre kein Unmensch. Ja, ein bisschen was geht vielleicht, ne? Siehste. Nicht so viel. Also ich komme nicht über 28. Und 3 muss da stehen da vorne. 23 ausmacht jetzt. Nee, als erste Zahl eine 3. Ach so, nee, eine 3 ist ja keine 2. Ich habe ein Budget von 28. Ja, und ich habe ein Auto für 32. Wo das denn? Kannst du mich den denn auch noch sehen, bitte? Wir haben alles schön aufgelistet hier. Gib dir mal einen Ruck. 28. Und ist deiner. Das wird dein Schaden nicht sein, glaub's mir. Hamid kann sich freuen, er hat wirklich eine solide Basis bekommen, wo man noch nicht genau weiß, was unterm Dach ist. Aber das wird auch nicht so sein, dass das Dach zusammenbricht. Wird es der Challenger für 28.000 Euro oder der Plymouth für 24.8? Welches ist die richtige Karre für Universal? Also Hamid, also ich finde beide richtig klasse. Ich habe natürlich auch einen eigenen Favoriten, aber du entscheidest natürlich nachher, wo du denkst, auch vom Umbau her etc. etc. Das ist dein Projekt. Satellite oder Dodge Challenger? Luxusautohändler Hamid Mossadegh hat sich entschieden. Es ging hier ausschließlich nur darum, ein Auto zu finden, was fast jeder kennt, und das ist der Dodge. Klar, der Challenger hat noch ein bisschen größeren Kultfaktor und klar. Meine Meinung wird hier ja sowieso nie gefragt, weißt du? Nein, 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 du sollst ja suchen, du hast es ja auch gut gemacht. Ich bin, glaube ich, nur so ein Suchdruid. Du schickst mich raus, komme ich aber mit einer Meinung ins Haus, ne? Dann heißt es, das war schon ganz gut, Carsten, aber... Dann ist das so auf gut Deutsch gesagt, nein. Die Experten sind sich einig, aber das letzte Wort haben die Auftraggeber Universal und Mediamarkt. Das ist das gute Stück also. Das ist das gute Stück. Wir haben verschiedene Optionen gehabt und jetzt haben wir uns für dieses Auto entschieden. Lüfte mal das Geheimnis. Genau, genau. So. Gefällt der Wagen nicht, haben Kasi und Hamid ein Problem. Doch die ersten Reaktionen sehen vielversprechend aus. Was sagt ihr dazu? Der ist super. Von außen super. Klasse. Klasse. Hamid, lass ihn mal hören. Gerne, 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 gerne. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt eine Runde. Hast du da hinten rein? Ja, sicher. Ja. So. Die Probefahrt. Noch hat sich Universal nicht entschieden, ob der Challenger eines The Fast and the Furious Wagens würdig ist. Das ist geil. Der blubbert jetzt schon. Es sieht gut aus, aber es wird auch bemerkt, dass noch viel Arbeit reingesteckt werden muss. Und das ist das Small Block. Das ist das Small Block, genau. Der Sound ist der Oberhammer. Die Kundschaft scheint zufrieden, trotz schwacher 200 PS unter der Haube. Hast du wirklich ziemlich punktgenau gefunden? Ja, das war auch nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal sagen, das Auto ist gekauft. Das ist ein Hammer. Den verlosen wir doch gar nicht. Verlosen dürfte bei diesem Wagen kein Problem werden. In circa 2 Monaten, wenn der Umbau fertig ist. Wir bleiben dran. Ja, wenn ich euer Zuschlag kriege, dann würden wir jetzt Gas geben. Und dann könnt ihr das Auto mal in ein paar Wochen noch mal. Gib Gas. Super, mache ich. Vielen Dank. Gib Gas. Danke für euer Vertrauen. Viel Erfolg beim Umbauen. Dankeschön, vielen Dank. Dadurch, dass es auch wichtig war, dass Kasi ein Auto findet, was von Qualität her, von Grundsubstanz her gut ist, mussten wir auch im Preisbereich, im höheren Bereich suchen. Normalerweise haben wir viel mehr Marge, also müssen wir auch mehr Marge, mehr Gewinn an so einem Auto haben. Dann würde ich sagen, wir gehen rein und dann besprechen wir alles weitere drinnen und bringen das auf Papier. Grundbasis steht, jetzt müssen wir alles andere drinnen klären. Ne? Super, Jungs.